Bananeninsel. Grüßt Leute, hier zu einem neuen Video auf dem Kanal Bananeninsel. Wie ihr erkennen könnt, bin ich heute mit dem Klappfahrrad unterwegs. Ich möchte euch mitnehmen zum Schnorcheln unten ins Meer. Ich habe heute Lust dazu, denn das Wasser ist momentan sehr klar und von den Gezeiten her könnte es auch gut passen. Es setzt jetzt langsam die Ebbe ein. Und ja, darauf erhoffe ich mir, was das Wichtigste ist, eben klares Wasser. Und ja, ich habe das Unterwassergehäuse dabei und dann möchte ich da einfach schöne Aufnahmen machen und euch da an meiner Freude dran teilhaben lassen. Ich habe hier ein ganz praktisches Rädle. Das habe ich gebraucht, ersteigert, zwei Stück sogar. Und da habe ich gleich die Gelegenheit wahrgenommen, weil das Praktische bei so einem Klapprad ist, finde ich, gerade hier, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, auf der Straße, viel geht halt hier bergab, berghoch muss ich schieben mit so einem Fahrrad, da kann ich nicht so gut die Berge hochfahren. Das ist klar, es hat zwar Gangschaltung, aber das ist natürlich kein Mountainbike. Aber der Vorteil ist, dass ich das hier in Sekundenschnelle auf- und abgebaut habe. Hier zack aufmachen, hier vorne so ein was umlegen, dann kann ich das ganze Rad zusammenklappen und dann kann ich das nämlich im Bus unten verstauen. Und dann kann ich praktisch dahin fahren, wo es bergab geht und fahre dann einfach mit dem Bus zurück. Und das spart mir auf jeden Fall viel Zeit und macht natürlich auch Freude, einfach mit dem Rad hier herumzurollen. Ganz kurze Demonstration von dem Ganzen hier. Also erstmal den Lenker umlegen, Pedale kann man einklappen, den Sattel runter und genau dieses Gelenk hier. Zack. Okay, und dann habe ich noch so einen, wie heißen die Teile hier? Ich weiß es nicht, also so ein Gummiband eben mit Haken dran. Und dann kann ich das damit fixieren. Ja, und dann kommt das einfach, das ist richtig handlich. Ich könnte hier sogar stoppen an der Straße und mich nimmt jemand mit und packt einfach das Rad mit in den Kofferraum. Ja, das ist einfach richtig praktisch, das so mit sich herumtragen zu können. Und dann, wenn man es wieder braucht, zack, einfach aufklappen. Und dann kann man damit sofort wieder unterwegs sein. Bis gleich. Okay, ich bin da, Leute. Hier an dieser Stelle, da muss ich das Fahrrad abschließen, weil hier geht jetzt ein ganz schmaler Serpentinweg runter, kann ich nur zu Fuß gehen. Und ja, der Blick aufs Meer ist absolut vielversprechend. Guckt euch das mal an. Kristallklares Wasser. Ich freue mich schon, Leute. Wow, das wird grandios da zu schnorcheln. Und ich bin gespannt, was es zu entdecken gibt. Einmal waren wir schnorcheln, da haben wir einen Rochen entdeckt. Oh, Muränen, Pulpo, also Krake, Tintenfisch. Mal schauen, was so kommt. Und wichtig ist natürlich auch, dass keine Wellen sind. Heute ist kaum Wellengang. Super. Okay, nicht lang rumreden, Fahrrad abschließen und dann wandere ich hier runter. Ihr seht, hier ist ein riesen Barranco, das bedeutet eine riesige Schlucht. Und dann geht der ganze Weg hier herunter. Und hier unten ist dann der kleine Strand, der sich hier in dieser Schlucht gebildet hat. Auf der anderen Seite könnte man auch mit dem Auto hinunterfahren, das ist also eine Straße, auch Serpentinen. Allerdings das letzte Stück muss man dann doch zu Fuß gehen. Und dass man hier nur zu Fuß hinkommt, hat den Vorteil, dass dieser Strand immer nur ganz wenig besucht ist. Man ist hier ganz für sich alleine oder man teilt den Strand mit wenigen anderen Leuten. An Ausrüstung heute nichts Besonderes dabei, ganz minimalistisch unterwegs, wie immer hier mit
Teva-Sandalen, die habe ich schon sehr lange. Also ich benutze Teva-Sandalen, seitdem ich denken kann, jahrelang bereits. Und wenn die kaputt gehen, dann kaufe ich mir immer wieder neue, bin sehr zufrieden mit denen. Wobei ich sagen muss, dass ich die älteren Modelle besser finde, gerade die Sohle finde ich besser, auch das Fußbett war etwas besser, aber naja, man kann sich ja nicht alles aussuchen, deswegen ja. Und mit den Sandalen fühle ich mich recht trittsicher, auch mit so einem leichten Rucksack jetzt hier kann ich damit gute Wanderungen machen, und es hat den Vorteil, weil es ist natürlich sehr warm hier, und mit Turnschuhen, Wanderschuhen, da schwitzen die Füße immer hinterher, es fühlt sich, ist kein gutes Fußklima, und deswegen so ist es ganz gut. Ja, kleiner Nachteil gibt es noch, und zwar die vielen Steinchen hier. Ab und zu mal kommt so ein Stein hier unter die Fußsohle von mir, dann macht man halt den Stein wieder raus. Aber grundsätzlich kann man hier auch alles mit Trekking-Sandalen locker abwandern. Also das geht sehr gut. Man braucht hier nicht so feste Bergstiefel. Ja, gilt jetzt für mich, soll keine allgemeine Empfehlung sein. Jeder Mensch ist anders, jeder wandert anders. Manche brauchen mehr Trittsicherheit. Natürlich ist dann ein Stiefel auch besser, weil manchmal knickt man schon um und so. Und wenn man da nicht achtsam ist, kann man sich gut den Fuß verstauchen mit so einer Sandale. Ja, also für mich privat, Trekking-Sandalen sind völlig ausreichend, um hier herumzukraxeln. Schöne Aussicht hier. Grandios, wunderbar, traumhaft. Okay Leute, Abstieg geschafft. Easy going. Ja, und ich bin ganz alleine hier. Niemand anderes ist bisher da. Dann ist es schön ruhig. Ich habe viel Platz. Allerdings schwimme ich natürlich lieber zu zweit. Ist einfach sicherer, als wenn man alleine unterwegs ist. Aber meine Frau hat ja heute leider keine Zeit gehabt. Ansonsten machen wir gern zusammen solche Schnorchelsafaris. Aber ja, heute für das Video ist auch mal ganz gut. Okay, dann ziehe ich mich jetzt um, bereite meinen Platz vor. Und dann geht's ins Wasser. So Leute, ich bin müde, aber glücklich. Jetzt folgt noch der Aufstieg den Berg hoch. Naja, das gehört dazu. Und ich werde Schritt für Schritt hier hochgehen, ganz langsam in Ruhe.
immer mal wieder ein Päuschen machen und die Aussicht genießen. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Daumen hoch geben würdet. Freue mich natürlich über eure Kommentare und ja, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, dann ist das doch eine super Sache. Und ja, wie immer, bleibt gesund, erfreut euch des Lebens und wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüssle.